Hallo zusammen, heute gibt es ein Video und zwar befinden wir uns hier mitten in der Pampa. Laut Anwohnern ist das Gebäude, wo wir uns jetzt hier befinden, seit 25 Jahren schon verlassen. Wir haben gerade mit den Nachbarn gesprochen, weil wir auch Informationen haben wollten. Sehr redselig war er nicht, er sagte halt nur 25 Jahre hat sich hier keiner mehr blicken lassen. Ja, wir schauen uns das jetzt mal an, weil die Türe steht offen und wir gucken mal, was wir hier so finden. Hier geht's rein. Eine Toilette. Das Wohnhaus gucke ich gleich mal. Weil erstmal ist was anderes interessant. Was wir nämlich. Oh Gott, guck dir das mal an. Das stürzt der hier halb zusammen. Aber neue Fenster. Ja, neu sind die nicht. Ja. Das ist zwar schon Doppelverglasung, aber das sind uralte Fenster. Aber guck mal, was hier steht. Das ist ein Omega. Das, was du nicht so gerne fahren tust. Und was ich so sehr liebe. Da steht noch einer. Hier stehen mehrere drin. Omega ist ein tolles Auto, kannst du nichts gegen sagen. Oh, hier hat der Schimmel schon Einzug gehalten. Was hat er denn für einen Motor dran? Haube ist ein Riegel, wo ist der am Schimmeln? Oh, hier stehen noch mehr. 2 Liter 16 V. Steht ein Mitsubishi. Na, die Haube ist verriegelt. Jetzt nicht. Auch ein Astra oder was das ist. Sie soll 25 Jahre verlassen sein. Geh mal vorbei. Ja, hier stand auf jeden Fall Omega, ganz genau. Aber der ist auch am Schimmeln. Die Teufel. Ist auch einer. Das sind alles Omegas. Und das ist ein 2 Liter 16 V. Und alles die 2 Liters. Die OHC-Maschine. Die sind unkaputtbar. Guck mal, das ist dasselbe, was wir mal hatten von der Farbe her. Einen grünen. Mit Lederausstattung. Hm? 260 geht der Tacho. Jetzt hier aber einer. Das soll 25 Jahre verlassen sein. Guck dir das mal an. Das sieht aus, als wenn hier gleich jemand wiederkommt. Ja gut. Guck mal, hier liegt sowas wie abgepackte Wurst. Und das ist schon weggegammelt bis zum Abwinken. Was war das? Hallo? Hast du das auch gehört, ne? Ja, das heißt nichts. Handyhaltungen sind nichts Besonderes. Vielleicht ist da das Flaschen runtergefallen, da durch die Tür raus. Ja, das kann sein. Autohaus. 25, das kann hinkommen. Die Rechnung ist von 2005. Das sind 15 Jahre. Eine 25. Aber trotzdem, 15 Jahre sind 15 Jahre. Stehen noch Brenner von der Heizung. Also hier ist keiner zu sehen. Nee, ne? Komm, pass auf das Dach auf, das kommt runter. Das Dach kommt da runter, pass auf.
was hier oben ist. Aber hier liegen nur Teile. Ein bisschen Dachfenster. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch ins Wohnhaus reinschauen. Boah, da wackelt die Leiter hier. Mein, ja, die wackelt gewaltig. 2019 hat einer auf der Haube rumgeschmiert. Das ist ein MV6, ist das. Sechszylinder. Gehen wir mal im Haus gucken. Schade um die schönen Omegas. Ordentlich am Rosten sind sie. Und das, obwohl sie hier trocken stehen. Eine alte Wasseruhr. Ist mal hier abgeklemmt oder so alt ist die, alles kaputtgeschlagen. Boah. Gehen wir mal im Wohnhaus gucken. Zumindest da, wo man gehen kann. Ja, die Treppe sieht schon danach aus. Die Risse im Mauerwerk, die sind nicht ohne. Aber ansonsten, hier hat man versucht, einer instand zu setzen und hat aufgegeben. Schinkenservietten. Oh, oh, okay, okay. Den Raum betreten wir dann mal nicht. Weil, guck mal, die Etage sagt Tschüss. Guck mal hier, hier liegt Gold. Oh, der Boden ist aber hier übel. Ey, das ist Gold, ist das. 500 Blatt, Leute. Ich bin reich. Silke, nicht da rein, nicht da. Nee, komm da raus. Du guckst schon wieder zu viel nur. Die ist total Banane, ehrlich. Ich guck nur rums. Guck mal hier noch mehr. Das ist besser wie eine Kiste voll mit Gold. Ich habe eine Stange Klopapier gefunden. Oh, die Treppe sieht aber nicht mehr gut aus. Ja, ich bin ein Mädchen, was das angeht. Wartest du mal, bis ich oben bin? Wir müssen nicht zu zweit die Treppe belasten. Wenn die nämlich dann abwärts geht, geht wenigstens nur einer abwärts. Vergiss es. Kannst aus den Trümmern popeln. Hier geht noch eine Leiter hoch, aber die lasse ich. Schöner kleiner alter Kohleofen. Lohnt sich auch nicht, hier hochzukommen. Boah, hier hat aber mal einer vergeblich gearbeitet. Boah, der Boden ist hier nicht ohne. Ich gehe wieder runter. Hier hat einer mit Opel-Leidenschaft gewohnt, versucht zu renovieren, aber irgendwann dann doch aufgegeben, weil die Substanz ist alles aber nicht brauchbar. Das Gebäude hier kannst du eigentlich nur einstampfen. Will ich noch mehr Klopapier? Ja. Hier haben reiche Leute gewohnt. Ja, haben wir eigentlich alles durch. Und das ist der Raum, wo du meintest, gerade reingehen zu müssen. Nein, weil du konntest auch. Ja, ja, nein. Mhm. Lass mal lieber bleiben, Mama. Ja, da bin ich ja, eine Spaßbremse, das macht nichts. Sicherheit geht vor. Ja, das war's. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Stehen ein paar Omegas drin, was eigentlich ziemlich schade ist, aber gut, die haben alle irgendwo ihren Rost und haben es mehr oder weniger hinter sich. Und mir gerade leider die Angewohnheit, schon den Prospekt wegzurosten. Deswegen hat man beim Kauf auch Handfeger und Kerblich dazu bekommen. Und wenn er geparkt wurde, auch direkt den Rosthaufen wegmachen konnte. Na gut, wir fahren weiter, gucken mal, was es heute noch sonst gibt. Bis zum nächsten Video. Ciao.